Gut, ich habe, wie gesagt, ein paar, um nicht zu sagen, einige Gedichte mit. Ich möchte traditionell schon einsteigen mit einem kleinen Aphorismus. Und der geht so: Offene Menschen lassen mehr zu. Jetzt kommt eine Reihe von kleinen Zweizeilern nach dem Prinzip: Bilden Sie einen Satz mit. Leberkäse. Mich schockte meines Doktors These. Trinken Sie weiter so viel, ist Ihre Leberkäse. Notbug. In der allergrößten Not bug der Teufel sich ein Brot. Sevilla. Ich hoffe so sehr, dass ich die Signora krieg. Aber sie, Sevilla nicht. Das letzte aus dieser Reihe, das möchte ich einem Mitmenschen widmen. Und zwar demjenigen Zeitgenossen, der in dem Regionalexpress, in der Toilette des Regionalexpresses von Tübingen nach Stuttgart folgenden Satz geschrieben hat: Armes Deutschland, du lässt dich von Türken unterwandeln. Merhaba. Desch, tut mir leid, mein Schätzle. Merhaba, keine Spätzle. Als verbindendes Element ein Übergang auch im Dialekt, in einem anderen Dialekt. Ich fand ihn passend. Das folgende Gedicht heißt Notstand. Jo mei, wo's moche dann die Leid? Die Gorkorn Hormhorm, die Kenya Gaunet Hormblorm. Sie ist nicht wirklich eifersüchtig, aber diese eigenartige Mischung aus Kratzbürstigkeit und Anlehnungsbedürftigkeit irritiert mich dann doch ein wenig. Soweit der Titel des folgenden Gedichts. Damit meine ich vor allem dieses von hinten anschleichen und dann nicht mehr von der Seite weichen. Wenn es mal etwas länger dauert, ist sie plötzlich stumm und mauert, lässt mich nicht an sich ran, läuft dann aufgeregt durch jedes Zimmer, worum sich tut, keinen Schimmer, nicht den blassesten, aber am krassesten, bei allem, was ich tue, sieht sie mir zu. Wie die CTU, 24 Stunden rund um die Uhr. Sie gibt dann erst Ruhe, wenn ich, was sie will, tue. Und das Essen endlich fertig ist. Dann beginnt die Friedensfrist. Naja, sie ist nicht direkt eifersüchtig, aber ein paar Spins hat sie, meine mollige schwarze Katze. Schlaflos. Ich bin einer von denen, die nicht besonders gut schlafen können. Leider interessiert es niemanden von denen, die nicht besonders gut schlafen können. Schutzlos. Vor dem Hotel ein Personenschutz. Allein und ohne Person. Ruhelos. Glaubst du an die Kunst? Absolut nichts zu tun? Das tue ich. Ja, aber das tue ich nicht.
vorbehaltlos. Die sind doch alle gleich. Die über uns sagen, die sind doch alle gleich. Endlos. Fortsetzung folgt folgerichtig fortlaufend. Neidlos. Wie kann man sich bloß so gehen lassen? Wenn ich das wüsste, dann würde ich mich gehen lassen. So. Angeles. Los. Ich darf vor lauter Häusern nicht mehr sehen. Über die Grenzen der Aufklärung. Wenn Mami und Papi sich ganz doll lieb haben, dann, aber nicht nur dann. Jetzt sagte sie zu mir, du bist ein Bild von einem Mann. Dachte ich mir dann, bin doch selber eine. Lautlos. Dankeschön.